Hier haben wir eine Walzer. Sehen hier gestimmt wird es mit einem Uhrenschlüssel. Der ist jetzt leider nicht dabei. Und zwar 9 Saiten, 8 Doppelsaiten, also 4 Saitenpaare. Und die tiefe Saite ist einzeln. Dann haben wir hier die schöne Herringbone-Einlage, das Fischgrätmuster, Permuteinlagen ums Schalloch herum. Das ist die Weizsäter. Zither, wie sie zum Beispiel in Bayern gespielt wird, zu tun, sondern ist eher mit der Zither oder der Mandoline verwandt. Und wir gucken hier ins Schalldämpfer und sehen, hier gestellt wurden die in Hamburg von der Firma Hamburg 5 Steintorweg. Und hier sehen wir Böhms Waldzither und Waldoline. Die hier haben wir, wie gesagt, eine Waldzither. Der Name Böhmsche Waldzither, der kommt, wie gesagt, hier von dem Namen vom Hersteller. Es ist also keine böhmische Waldzither, sondern eine von Herrn Böhm gebaut, daher der Name Böhm. Hier heißt es jetzt Böhms Waldzither, aber normalerweise kennt man es unter der Bezeichnung Böhmsche Waldzither. Hier hinten werden die Saiten eingehängt. Diese ist nun nicht mehr perfekt in Ordnung, aber dadurch, weil man so selten eine zu Gesicht bekommt, habe ich trotzdem dieses Modell genommen. Okay, die Böhmsche Waldzither. Wir haben die Waldzither gesehen im Bautyp Böhm von dem Hamburger Waldzitherbauer. Und hier haben wir jetzt die typische Form einer Thüringer Waldzither. Gleich gestimmt, aber wir sehen hier auch, hier sehen wir die 9 Saiten, aber eben oben wird es nicht mit einem Uhrenschlüssel gestimmt, sondern wir haben hier die ganz normalen Stimmenwirbel. So, und hier haben wir jetzt eine ähnliche Waldzither wie die von Böhm. Wir sehen eine ähnliche Form, aber hier haben wir es jetzt mit einer Waldzither von Hopf zu tun. Also ähnliche Bauweise. Auch mit der gleichen Stimmmechanik hier, die mit einem Uhrenschlüssel gestellt werden muss. Also, wir haben einmal die Waldzither Typ Böhm, dann die Thüringer Waldzither und hier eine Waldzither von Hopf. Original Hopf steht.